Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Origins. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine Bewertung da und jetzt viel Spaß. So, Freunde, in der letzten Folge haben wir Rao Tepkin gelehrt und seinen Vater gerettet mit ihm zusammen. Und dann zum Schluss der Folge waren wir noch hier angekommen bei dem Kriegselefanten und hatten den schon fast besiegt. Und dann hat er sich einfach wieder aufgeheilt. Und dann hatte ich keine Lust mehr und das werden wir auch erstmal lassen. Das können wir später nochmal probieren, vielleicht können wir auch mit einer Quest nochmal hierher, mal gucken. Auf jeden Fall würde ich gerne heute dann woanders hingehen. Wir haben hier noch zwei, drei Fragezeichen in der Nähe, die können wir gerne ablaufen. Und dann würde ich die Mission starten mit dem Felix von der Arena in Krokodilopolis. Und da können wir vielleicht mal ein bisschen kämpfen heute wieder in der Arena. Und wir schauen mal, was er uns sonst noch zu tun hat. Aber wir gucken erstmal bei den Fragezeichen. Vielleicht gibt es da irgendwas Interessantes. Und dann schauen wir weiter. Was ist das? Ah, ein Geiernest, oder? Da oben sind überall Geier, von daher würde ich fast behaupten, dass das ein Geiernest ist. Mit deinem Schatz? Das ist Sendu. Ich habe gerade fast Sendu abgeschossen. Ups, Entschuldigung, das war keine Absicht. Ach. Okay, die wollen gar nichts von mir. Ich dachte... Oh. Was mit dem passiert? Der macht hier gerade Yoga. Mhm. Der wollte Eier stehlen und wurde damit hingerichtet von denen. Aber gut. Ein Schild. Mehr ist hier aber nicht. Nö. Ja, wie nicht, ne? Aber war da unten nicht noch irgendwie so ein Eingang in der Höhle? Warte mal, das gucke ich mir gerade nochmal an. Ich meine, da wäre irgendwas gewesen in der Richtung. Oh, 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 oh. Ja, hier ist so ein... Ne, ist nur so eine Unterführung sozusagen. Ein paar Drachmen da drin, mehr nicht. Okay, also jetzt nicht so das besonders Geile, was wir hier gefunden haben, aber egal. Gehen wir weiter. Hier ist noch so eine Ruine, wie das aussieht. Das könnte schon ein bisschen mehr sein. Da gucken wir mal. Wo ist denn das Pferdchen? Na, da ist es ja. Ja, fein. Ja, gut. Was haben wir hier? Hyänenbau. Ach, hier haben sich Hyänen im Steinbruch niedergelassen, oder was? Okay, wo ist denn das Alpha-Tier? Da hinten eventuell? Ich schieße da mal ein paar Pfeile rein. Kommen die bis da hinten hin an? Ja. Entschuldigung. Muss sein. Perfekt, zwei haben wir schon mal niedergestreckt. Und der dritte folgt zugleich. Oh. Und noch ein. Jawohl. Vier Stück haben wir schon mal erledigt von weit weg. Das war doch nicht schlecht. Die anderen machen wir noch im Nahkampf fertig. Und wo ist das Alpha-Tier? Habe ich das schon besiegt? Ne, ich glaube nicht, sonst hätte ich schon den Erfolg wahrscheinlich bekommen. Okay, das ging schnell. Bisschen Leder. Na komm, ja. Und... Weg mit dir. Okay, die haben echt keine Chance. Ein bisschen Leder wieder für uns. Und wo ist das Alpha-Tier hin? Ach. Da unten. Noch viel mehr. Alter Schwede, die gehen gerade Patrouille. Jawohl. Nein, er hat sich bewegt. Bleib doch stehen. Ach, da waren... Ach, Mist. Was? Ach, das ist das Alpha-Tier. Ah. Gewonnen-hittet. Und? Jawohl, ich hab's sogar noch getroffen, das Vieh. Na, komm her. Hä? Ich hab's doch getroffen, lieber Mann. Hast keinen Schaden erlitten. Okay, als wir da rein... Ich hab keine Ausdauer mehr irgendwie. Oh, da kommen ja noch mehr. Hilfe, wo kommen die alle her? Hä? Was war denn das? Der ist ohne Fremdeinwirkung einfach gestorben. Okay. Alter, 10 Leder das abgeworfen, das Vieh. Das Alpha-Tier. Schwere Keule haben wir auch noch. Lichten toter Arbeiter. Haben wir das damit abgeschlossen? Haben wir, genau. Und dann würde ich sagen, machen wir mal die Quest hier. Moment, ich lese mal vor.
Wo haben wir sie? Die Verlockung des Ruhms. Felix, der Eigentümer der Arena von Krokodilopolis, bietet an, mehr Gegner für Bayek zu finden. Er empfiehlt Bayek auch, die Arena von Kyrene auszuprobieren. Und da müssen wir mit der Hauptquest auch hin. Und dann machen wir das auch mal. Kyrene ist wo? Kyrene. Ach so, da waren wir noch nie. Ist ja cool. Da waren wir noch nie. Wie komme ich da hin? Ja, voll geil. Oh. Voll geil, Leute. Nice, ein neues Gebiet, das wir noch nie irgendwie zu Gesicht bekommen haben. Ganz im Nordwesten von Ägypten. Schön, dann mache ich mal eventuell eine Schnellreise bis hierhin. Und dann müsste ich wahrscheinlich bis darüber juckeln mit dem Pferd. Gucken wir mal, ob das klappt. Bis gleich. Okay, wir sind im neuen Gebiet, Paratainon oder sowas. Es sind noch 3 Kilometer bis nach Kyrene. Aber das Gebiet sieht schon mal ein bisschen anders aus. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, finde ich. Ist mal was Neues. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir was Neues entdecken. Mal gucken, was wir noch alles so finden auf dem Weg. Neue Region entdeckt Marmarika. Hier wird Marmelade gemacht in Marmarika. Und jetzt sind es noch 1,8 Kilometer bis zur Kyrene. Ich muss hier gerade über so einen fetten Berg drüber kommen irgendwie. Da ist auch eine Festung. Hier sind auch Soldaten irgendwo anscheinend. Der Weg ist schon echt heftig. Aber gut, weiter geht's. Schaut mal, Leute, sieht es gerade aus so ein bisschen wie in der Toskana, finde ich. Das sieht echt richtig nice aus hier. Dass das Land so vielfältig ist, hätte ich echt nicht gedacht. Also Respekt an die Programmierer. Das ist schon wirklich cool geworden, die Spielwelt. Und auch so verdammt riesig. Hä, was ist denn jetzt los? Was war denn mit dem Pferd gerade los? Okay, noch 1 Kilometer bis Kyrene. Alter Schwede, ist das lang. Hier links scheint ein Schatz zu sein. Genau. Und da werden wir mal vorbeischauen. Oh, Schlangen. Hilfe, die habe ich gar nicht gesehen. Hupsi. Okay, den schnappt sich Sennu. Gut gemacht, Sennu. Ups, voll verzogen. So. Peng. Blöden. Oh, da ist noch eine. Hör auf, mich zu beißen, du. Hä? Von wo? Ach, da war noch eine im Gebüsch. Die habe ich nicht gesehen. Die habe ich echt nicht gesehen. Ey, jetzt hat die sich wieder geduckt. Na, nee, geht. Okay, jetzt haben wir aber alle. Warum sind hier so verdammt viele Schlangen drumherum? Das verstehe ich nicht. Aber gut. Den Schatz können wir uns nehmen. Doppelschwerter. Und was macht die da? Geht's dir gut? Kann ich dir helfen? Was ist los? Kann ich dir helfen? Oh. Ja gut, anscheinend ja nicht. Da ist ihre Freundin. Die chillen ein bisschen unterm Baum. Finde ich auch nichts gegen. Aber jetzt geht's endlich weiter. Ich glaube, wir sind bald da. Noch 800 Meter. Da vorne beginnt wahrscheinlich Kyrene. Oh, wo kommt die denn jetzt her? Geht weg. Er hat keinen Verstand verloren. Der war eben beim Psychologen. Oh, ich bin gleich tot. Hilfe. Habe ich gar nicht bemerkt. Jetzt sind wir in Kyrenika angekommen und wir beginnen erstmal mit dem Tod. Weil hier uns die Banditen überfallen beim... Okay, den haben wir. Überleben wir jetzt doch noch? Komm her, du kleiner Spacken. Alter, wir waren eben am Rande des Todes. War richtig knapp. Was? Was zum Teufel war das denn gerade? Der hat mich einfach gewonnen-hittet. WTF, Mann. Och, scheiße. Aber egal, es geht weiter. Wow, Freunde, was ist denn das da vorne für eine fette Arena? Das sieht ja aus wie das Kolosseum. Mega nice. Alter Schwede, das sieht ja cool aus. Das scheint dann die Arena von Kyrene zu sein. Und
Kyrene scheint die Hauptstadt der Region Kyrenika zu sein. Weil das gleichnamig ist, gehe ich mal von aus. Aber gut, wir sind da. Kyrene. Sieht mega nice aus. Sehr griechisch gehalten. Das ist also die leuchtende Stadt Kyrene. Mhm. Sehen wir uns die Zivilisation mal an, die Römer den Griechen hier gebracht haben. Boah, ist das geil. Ist das geil, Freunde. Das ist ja mega nice hier. Was für eine schöne Stadt. Unfassbar schön. Und die Arena ist auch mega prunkvoll. Okay, da ist der Kerl, mit dem wir sprechen sollen. Das ist der Eigentümer der Arena. Dunkle Haut, leichter Schritt, grüblerisch. Du musst der Sivana sein, von dem Felix geschwärmt hat. Es braucht einiges, um den zu beeindrucken. Du musst gut sein. Bin ich auch. Aber lassen wir die peinlichen Vorstellungen. Ich komme lieber gleich zum Geschäftlichen. Dein Ruf eilt dir voraus. Wie so oft schon, genau. Wenn du gekommen bist, um für Gewinn und Ruhm zu bluten, dann empfängt dich Kyrene mit offenen Armen. Sehr nice. Damit haben wir die Quest abgeschlossen, okay. Na dann, wir können ja heute einfach mal beginnen mit der Arena. Hätte ich mal Lust drauf wieder. Neue Gegner, neue Arena. Das fetzt doch. So, da haben wir wieder die Arena-Ereignisse und die Arena... Was? Arena-Horden-Modus? Sehr gut, ich habe ja eben was anderes gelesen, aber gut. Alter Schwede, wir haben hier neue Gegner. Sehr nice. Der Hammer. Er ist der Hammer und du bist der Nagel. Weiche der todbringenden Bahn seiner Keule aus und zeig ihm die sivanische Gerechtigkeit. Lass dich nicht zerschmettern. Das habe ich auch nicht vor und wir beginnen die Vorkämpfe. Wir haben ein normales Schild und ein Schwert. Normales Schwert und Schild. Aber los geht's. Was geht hier ab? Hallo? Ach, ich darf selber aufstehen. Okay, ich dachte, es kommt irgendwas. Da hat doch eben gerade jemand geschwafelt. Wo ist denn der? Ist das der hier? Ist das der Hammer? Komm her. Okay, der sitzt da drinnen wie so ein... Naja, wir starten mal. Wow. Okay, der erste Kampf beginnt. Wahrscheinlich wieder drei Wellen, gehe ich mal von aus, wie... In der anderen Arena auch, in Krokodilopolis. Es gibt keine Pause im Gemetzel. Okay, oh. Hier kommt neues Blut. Ich bin aber geübt in meinem Blut. Oder mein Blut ist geübt. So schnell verliere ich das nicht. Aua. Ja, was soll ich da machen? Soll ich mit denen kuscheln oder was? Wenn die mich angreifen. Ey, hör auf mich zu schlagen. Hilfe, jetzt bin ich aber zerfleischt. Komm her. Der Große ist schon nicht ungefährlich. Nein. Nein. Aua, Mist. Ich komme nicht weg. Boah, das war knapp. Wir nehmen erstmal uns den hier vor. Jetzt den hier. Perfekt. Das war die erste Welle. Ein bisschen lange gebraucht dafür, aber egal. Wir leben noch. Oh. Und drauf. Hä, warum kann der blocken, obwohl der gerade im Schlag ausführen ist? Nee, eigentlich nicht. Okay, den erst nochmal down. Na komm. Los, jawohl, zweiter auch down. Nein, hä, wie kann das sein? Hör auf mich zu schlagen, du kleiner Wicht, du. Oh, kommt der Dicke wieder an? Oha, hör mal auf. Was? Die Stachelfalle schadet jedem, der da trifft. Welche Stachelfalle? Ich sehe keine. Okay, jetzt drauf da. Aua. Mann, Alter, ich bin fast down. Hilfe. Gar nicht drauf geachtet gerade. So, der ist auch weg vom Fenster. Perfekt. Da kommt einer mit Schild.
Ja, stimmt. Jetzt wird schon heftiger. Jetzt haben die auch Bogenschützen dabei. Hey, der deckt den einfach. Okay, schön in die Seite reingestochen. Wir müssen erstmal die Bogenschützen ausschalten, die nerven mich nämlich. Ja, ich weiß. Oh oh, Hilfe, nicht alle auf einmal. Das war knapp. Komm schon, weiter so. Und drauf da. Ja, ja, die beiden sind weg. Jetzt noch der hier. Sauerball. Ich glaube nur noch der Fetti, kann das sein? Okay. Und drauf. Oh nein, ich war zu weit weg. Verdammt. Jetzt aber. Jawohl. Weiter so. So viel hat er nicht mehr. Komm schon. Ja. Schön ausgewichen und... Nur noch ein ganz kleines Fitzelchen. Los. Ja. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Der erste Kampf ist gewonnen in der neuen Arena. Perfekt. Okay, guter Auftritt. Sauber. So kann das gerne weitergehen. Okay, Freunde, wir können nochmal den zweiten Vorkampf machen. Mal gucken, wie der wird, ob der ein bisschen schwerer wird. Wir haben immer noch normales Schild und Schwert. Und auf geht's, weiter. Okay, wir starten immer hier. Dann wollen wir mal wieder in die Arena steigen. Da vorne ist dieser Typ, den wir als Boss dann haben wahrscheinlich. Das ist, müsste der Hammer sein. Der frisst sich dann Wanst voll und wir müssen kämpfen. Gegen seine Lakaien oder was auch immer. Irgendwas Neues oder auch normale Soldaten? Ich weiß es nicht. Okay. Wie schlagen wir uns jetzt? Wille 1. Ja. Okay, das war schon mal ein Fehler von dir. Oh. Jawohl. Sehr schön, weiter so. Zwei haben wir schon mal besiegt fast. Nein. Oh, fuck. Die Stacheln. Oh, der mit seinem schwingenden Keule ist nicht so einfach da auszuweichen, ehrlich gesagt. Ja, genau, ich bin voll in die Stacheln rein. Ey, ich will hier raus. Okay. Los. Jawohl, nur noch der Dicke. Nee, der andere lebt auch noch. Jetzt aber nur noch einer. Komm. Jawohl. Welle 1 haben wir besiegt. Oh, da kommen schon zwei Fettis. Komm schon. Sauber. Den Großen haben wir schon ganz gut beeinflusst. Oh oh. Ja genau, bleib da drauf stehen. Oh oh. Ja komm. Der Große ist fast hin. Aber er trifft mich. So, weg vom Fenster. Der ist auch weg vom Fenster. Ich glaube, es sind nur drei diesmal, kann das sein? Aua. So, jetzt von hinten auf ihn drauf. Jawohl. Und jetzt wieder von hinten und er ist Geschichte. Perfekt. Da kommt wieder einer mit Schild. Welle 3 ist das jetzt schon. Aua, wie kann er mich da treffen? Aua. Komm jetzt. Stimmt wohl, aber die werden es nicht schaffen, gehe ich mal von aus. Sehr schön. Perfekt, komm. Und Attacke. Oh, jetzt kommt der Dicke von hinten. Nein, ich habe nur noch Hälfte Leben. Das geht schnell weg hier, muss ich sagen. Wenn man zwei, drei Schläge kassiert, dann könnte es schon bald knapp werden. Drei Stück sind es noch. Oh. Nein, weg hier. Ich muss hier raus. Aus dem Sandwich. Oh, oh. Weg da. Was willst du machen? Aua, jetzt kommt der auch wieder an. Das gibt's doch gar nicht. Jawohl, zwei auf einmal. Alter, das war ein Move. Okay, zweiter Vorkampf ist auch gewonnen. Den dritten könnten wir auch noch machen.
wieder 200 Drachme. Schon mal ein bisschen mehr als in Krokodilopolis. Und dann machen wir heute noch den dritten Vorkampf und dann machen wir den Bosskampf gegen den Hammer in der nächsten Folge. Okay, ein letztes Mal heute noch steigen wir hinaus in die Arena und dann ist der Hammer dran. Okay, noch leben wir. Ich hoffe, das bleibt auch so. Oh oh, die Litfaßsäulen mit Stacheln. Das könnte kniffliger werden, glaube ich. Welle 1. Wo kommen sie denn her? Da ist schon mal einer. Komm her. Du hast keine Chance. Oh. Oder doch? Weil die ja alle anderen auch schon kommen. Ja. Komisch, ne? Dass man das in der Arena tun muss. Oh nein. Wow. Och Mann. Okay, es geht weiter. Mal gucken, was diesmal schaffen. Es ist echt komisch. So. Nummer 1 ist weg. Jetzt laufe ich wieder vor die Säule. So, den Groß haben wir jetzt down. Wir sind wieder in Welle 2 angekommen. Und noch lebe ich. Okay, jetzt noch die kleinen Furz hier alle. Ja, genau. Das nervt so, dass sie mich immer alle gleichzeitig anpieken. Ich bin gerade in der Bewegung, da sticht er mich wieder von innen ab. Jetzt komm her, du alter Wicht, du. So. Weg mit dir. Weg mit dir. Welle 3 beginnt. Oh, oh, hier war ich noch nie drin, ne? Heute jedenfalls. In der dritten Runde. Im dritten Vorkampf. Oh. Gut, den haben wir schon ganz gut bearbeitet mit einer Salve. So, komm. Ja, ja, der erste ist down. Und ich laufe vor die Säule. So, wieder drauf, von hinten los. Und? So, wieder drauf. Ja, genau, es juckt ihn einfach nicht. Und jawohl, Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir haben es endlich geschafft. Ein Glück. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge dann weiter mit dem Hauptkampf, also mit dem Bosskampf gegen den Hammer. Und gucken dann mal, wie schwer der wird. Aber es wird doch ganz cool heute. Wir haben Kyrene erreicht und erstmal in der Arena gekämpft von Kyrene. Es gibt sehr viele neue Bosskämpfe, da freue ich mich schon drauf. Und damit vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.